Hallo und herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal, pünktlich zum Start von Fortnite Battle Royale Season 5. Wer all seine Aufgaben der ersten Woche erledigt hat, bekommt den ersten Ladebildschirm, wie hier gerade eingeblendet. Auch Season 4 ist ja bekannt. Auf jedem Ladebildschirm ist ein versteckter Battle Pass Stern, den ich euch gerade markiert habe. Und der Ort sieht aus wie ein Regenschirm und wir fliegen gleich mal dorthin und holen uns unseren versteckten Battle Pass Stern ab, sodass wir gleich mal eine Battle Pass Stufe weiter bekommen. Ich markiere euch die Stelle auch auf der Karte. Älteren Spielern ist ja der Ort bekannt. Es ist rechts neben dem Motel oder links vom alten Ort Anarchy Acres, was jetzt umbenannt wurde in Lazy Links, der neue Golfplatz. Und ja, durch die neue Verbesserung der Markierung sehen wir ja auch mittlerweile eine deutliche Flugrichtung und wir holen uns jetzt den Battle Pass Stern ab. Wichtig ist, dieser versteckte Battle Pass Stern erscheint nur, wenn ihr alle Wochenaufgaben erfüllt habt. Ansonsten erscheint dort nichts, auch wenn ihr dort landen würdet. So, da sind wir auch schon angekommen bei unserem Regenschirm. Anscheinend landet keiner hier, können wir in Ruhe den Stern suchen. Aber wir hören schon was und da ist auch unser versteckter Battle Pass Stern. Damit haben wir gleich eine Battle Pass Stufe wieder bekommen. Ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einfach ein Like da und ein Abo. Würde mich darüber sehr freuen. Euer Sadi.